Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Frau Regierungsrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, verlese Ihnen eine Erklärung der SVP zum Thema eben Neumarkt. Zunftherren, Wiedertäufer, Revoluzer, das Zunfthaus am Neumarkt als Bühne der Stadtgeschichte. So lautet der Titel eines von Zunft und NZZ herausgegebenen, sehr interessanten Buches aus dem Jahre 2015. Ein wirklich interessanter Blick zurück, aber eben lediglich zurück und nicht voraus. Hätte man vorausgeschaut, hätte man vielleicht das im Namen von Kunst an Primitivität, Geschmacklosigkeit, ja sogar an Kriminalität kaum mehr zu überbietende Verhalten von Philipp Bruch sowie den Verantwortlichen des Theaters am Neumarkt noch unterbinden können. Leider ist dies nicht geschehen und so ist das Theater am Neumarkt in der vergangenen Woche eben nicht zum Zentrum für politische Schönheit, sondern schlicht und einfach zum Zentrum deutsch-helvetischer Dekadenz, Geschmacklosigkeit und leider halt sogar strafrechtlich relevantem Verhalten geworden. Die rote Linie ist klar überschritten, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es braucht nun Sanktionen. Seitens der SVP werden wir Herrn Ruch und seinen primitiven Crew nicht weiter Nährboden für ihr schändliches Verhalten geben und halten uns deswegen kurz. Eines aber ist klar, Staatsgelder braucht ein solches Haus nicht. Ich habe lange gebraucht, bis ich als Kantonalpolitiker den Begriff Sonderlast im Zusammenhang mit der Stadt Zürich begriffen habe. Jetzt aber weiß ich, dass die Stadt als Eigentümerin mit dem Neumarkt als Theater tatsächlich eine Sonderlast trägt. Ich hoffe, sie entledigt sich eines solchen Theaterbetriebes schnell. Für den Kanton Zürich auf jeden Fall ist nun klar, wo im Rahmen des LÜ 16, also der Leistungsüberprüfung 2016, schnell und vor allem völlig schmerzlos der Hebel angesetzt werden kann. Wir seitens der SVP tolerieren Aufrufe zur Tötung und weiteres Dekadentenverhalten nicht. Unter keinem Deckmantel, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mit Verurteilen, wie dies selbst linke Politiker und wirkliche Kulturschaffende nun getan haben, leider aber eben halt nur, um die Verantwortung, die Verantwortlichen vor weiterem Ungemach zu schützen, mit Verurteilen allein ist es nicht getan. Es braucht Taten. Und wenn es in casu nur das Streichen der Staatsgelder bedeutet. Mehr können wir als Staatsvertreter nicht machen, aber immerhin das, eben das Streichen von Staatsgeldern, unter welchem Titel auch immer, das können wir machen, tun wir es auch. Ich danke Ihnen.